Heute geht es um Container Queries, das wohl wichtigste Feature, was in Zukunft in CSS kommen wird. Und warum ich davon so begeistert bin und was es eigentlich macht, zeige ich euch in diesem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Container Queries, also um CSS. Alles noch ein bisschen in der Zukunft, aber ich möchte euch dieses Feature schon mal vorstellen, damit ihr euch darauf freuen könnt, wenn es endlich einzusetzen ist. Prinzipiell braucht ihr für dieses Tutorial keinerlei Vorkenntnisse. Ein bisschen CSS und Media Queries wäre natürlich vorteilhaft, aber in der Regel sollte jeder dieses Video verstehen können. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu dem Inhalt dieses Videos habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr irgendwie zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit gleich Sinn austauschen und auch mal darüber reden, wie ihr Media Queries und vor allem Container Queries so findet. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So wie immer in meinen Tutorials starten wir erstmal mit ein bisschen Theorie. Alles, was ihr hier seht oder alles, was ich im Laufe dieses Tutorials zeige, ist unten in der Videobeschreibung als Quelle verlinkt. Da könnt ihr euch das alles nochmal im Detail durchlesen. Aber bevor wir starten, das alles mal ein bisschen zu hinterfragen und zu verstehen, möchte ich erstmal zeigen, ob man das überhaupt benutzen kann oder ob das alles noch in der Zukunft liegt. Wie immer, wenn es darum geht, ob wir etwas nutzen können, gehen wir auf die Seite Can I Use, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir allerdings schon, es ist ein Working Draft und es sind auch nicht wirklich viel Prozent aller Browser abgedeckt. Ihr seht auch hier unten, dass Firefox es gar nicht supportet, auch diverse Mobile Browser supporten es nicht und auch Safari oder andere Browser sind eigentlich nur in der Technical Preview, wie zum Beispiel hier verlinkt. Also Container Queries sind sehr, sehr cool, aber noch nicht wirklich nutzbar. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, welches Problem damit gelöst wird. Als erstes gucken wir uns mal das Problem an, was Container Queries lösen und warum ich mich so über diese Funktion gefreut habe. Prinzipiell haben wir in der Vergangenheit immer einen Browser gehabt. Hier haben wir dann zum Beispiel einen Kacheln definiert und jede Kachel bestand aus einem Div-Container, einem Bild, ein bisschen Kontextinformation wie einer Überschrift und einem Button. Grundsätzlich konnten wir jetzt in der Vergangenheit, wenn wir eine Webseite responsive gestalten wollten, auf die Media Queries zugreifen. Media Queries beziehen sich immer auf die gesamte Weite eines Browsers und haben uns so diese Informationen bereitgestellt, damit wir zum Beispiel bei einem kleiner werdenden Browser die Kacheln untereinander anordnen konnten. Auch haben uns Media Queries die Informationen bereitgestellt, um die Kacheln im Layout zu verändern, also komplett umzuformatieren, aber wir haben uns dabei immer auf das Browserfenster bezogen. Also wir haben immer im Kontext des Browserfensters gearbeitet und nie im Kontext eines eigentlichen Parent-Elementes, was aber wirklich praktisch gewesen wäre in der Welt von JavaScript-Frameworks wie Vue, React, Angular und Co. Genau dieses Problem lösen aber Container Queries und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Lösung im Detail an. Die Lösung, die uns Container Queries liefern, beziehen sich auch weiterhin auf das Browserfenster und hier haben wir auch weiterhin das Media Query, was uns bereitstellt, wie groß das Browserfenster ist. Allerdings haben wir jetzt zusätzlich Kacheln, die wiederum einen eigenen Container umfassen. Also jede Kachel ist quasi ein eigener Container, ein sogenannter Container Query. Hier können wir jetzt sagen, okay, wenn sich diese Größe verändert, dann soll zum Beispiel die Überschrift, die wir hier sehen, eine andere Farbe bekommen. Wir beziehen uns daher nicht mehr auf die Größe des eigentlichen Browserfensters, sondern nur noch auf die Größe des eigentlichen Containers, den wir frei definieren können. Und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt einmal demonstrieren. Dann gucken wir uns doch mal die Anwendung unserer Container Queries im Detail an. Grundsätzlich haben wir hier ein Div-Element und zwar mit der Klasse Container. Hier drin haben wir ein weiteres Div-Element mit der Klasse Child. Als erstes gucken wir uns jetzt unsere Container-Klasse an und zwar sagen wir hier, Container-Type hat drei verschiedene Values, nämlich Inline-Size, das bezieht sich auf die Weite des Containers. Mit Normal sagt man, das ist gar kein Container und soll nicht berücksichtigt werden. Und das nächste ist Size, was quasi einfach die Höhe des Containers berücksichtigt. In den meisten Fällen werdet ihr aber mit Inline-Size arbeiten, also mit der Weite eines Containers, weil der Content in der Regel durch die Höhe und die Childs definiert wird. Prinzipiell sagen wir jetzt, unser Child hat zum Beispiel eine Hintergrundfarbe und in diesem Fall diesen Blauton. Wenn wir jetzt einen Container-Query benutzen wollen, machen wir das genauso wie mit den Media-Queries. Und zwar sagen wir, wir haben hier einen Container und zwar mit einer Condition. Die Condition ist Min-Width, also die minimale Weite von 250 Pixel. Hier drin beziehen wir uns jetzt auf das Child und sagen, wir haben eine andere Hintergrundfarbe, in diesem Fall ein Pinkton. Wenn wir jetzt unseren Div-Container oben verändern in der Größe und die Min-Weite von 250 Pixel erreichen, dann verändert sich unser Child und bekommt eine neue Hintergrundfarbe, genauso wie wir es von Media Queries gewöhnt sind. Wie auch bei Media Queries haben wir natürlich eine ganze Reihe von Nesting und Verschachtelungen, das heißt, ihr habt Container, die vielleicht ineinander verschachtelt sind. Um hier die Ordnung zu behalten, könnt ihr bestimmten Containern bestimmte Namen zuweisen. Was bedeutet, wir sagen, unser Container hat eine weitere Property, nämlich Container Name. Hier als Value einen frei gewählten Namen, in meinem Fall Showbox, und den können wir jetzt einfach an einen Container Query dranbinden, um zu sagen, nur wenn quasi dieser Container genutzt ist, soll der Inhalt berücksichtigt werden, ansonsten würde nämlich immer der nächste Container Query greifen, den ihr benutzt oder definiert habt.
So, als letztes gucken wir uns jetzt noch die sogenannten Container Units an. Und zwar können wir hier einfach sagen, wir haben wieder unser Beispiel von gerade und haben jetzt insgesamt 6 verschiedene Units, die uns die Container Queries bereitstellen. So, das erste CQW ist quasi die Weite des Container Queries, CQH ist die Höhe des Container Queries, CQI ist die Inline Size des Container Queries und CQB ist die Block Size des Container Queries. Außerdem bekommen wir einen Min- und Max-Wert. Das sind quasi der kleinere und der größere Wert von den beiden vorher genannten Werten. Die nächste Frage ist natürlich, wie verwendet man das alles? Wir greifen hier wieder auf unser Child zu und definieren zum Beispiel eine Weite und greifen bei der Weite auf CQW zu, also auf die Weite unseres Container Queries. Das bedeutet, unser Child hier oben wird einfach 50% von der gesamten Weite unseres Containers, weil wir uns halt auf unseren Container beziehen und nicht mehr auf irgendeine andere Variable Größe. So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter diesem Video, wenn ihr mal erklären wollt, warum ihr Media Queries und Container Queries unfassbar praktisch findet. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diese Share supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.